jetzt geht es so richtig los. Also ich meine, es ist schon vor zwei Parts so richtig losgegangen mit dem ganzen Plot-Twist und sowas. Aber wie wir hier sehen können, Snake lebt noch. Das haben wir im letzten Part erfahren. Und wir stehen jetzt hier vor der Nummer 9 Tür, der richtigen no neuen Tür, die quasi in die Freiheit führt. Mal gucken, wie es weitergeht. Someday, perhaps, I hope I can feel it again. Incineration will begin in 7 minutes. I'm going to kill you. Hm? What was that? I'll kill you. I'll kill you. Ah, so you're going to kill me. Please do. Come now. I'm waiting. Don't do it. Don't listen to him, Snake. Stop it, kid. He's screwing with your head. Is there a problem? What are you waiting for, boy? Don't you want me to send you to join your sister? Don't! The snake! Don't do it! Snake! Snake! Lotus! Hurry! This way! Incineration will begin in 5 minutes. Give me the woman. I need her. Without her bracelet, I will be unable to open this door. Quickly now! I don't have time for your shenanigans. I see. Then it would seem I have no choice. The rest of you must die as well. Fortunately, I have 5 bullets left. One for Junpei, another for Lotus, and the last 3 for that lump of idiotic man you call Seven. I will take Lotus's body with me and leave this room. Incineration will begin in 4 minutes. Well, it looks as though our time together is at an end. I rather enjoyed playing with you. Damn it! Goodbye. Kill you! What? No, that's impossible. I'll kill you. I'll kill you. Stay away from me. Get back. Stop. If you come any closer, I'll get away from me. Listen to me. I said, don't come any closer. Shit, you bastard. Incineration will begin in 3 minutes. Finally, you're... I'll kill you. You won't get away. You son of a bitch! You're a monster! Get off me! Let me go, damn you! This is it, Ace. We're going to burn to death together. What? Incineration will begin in 2 minutes. Yeah, damn it! Damn you! Get off! Let me go, you monster! Okay, look. Think about it this way. My company owns a wonderful hospital. It has excellent doctors. You're not wounded too seriously. I'm sure they can fix you up easily. You don't have to die. You could be saved. Just let me go. Pathetic. Begging for your life. Snake, that's enough. You can stop now. Yes, he's right, Snake. You've done enough. Come on, Snake, let's go. Let's get out of here. You have to come with us. We have to leave together. I apologize, but I'm afraid I can't do that. You'd best forget about me. You need to leave soon. I'm going to take him with me. Shut up! Be quiet! I couldn't save Clover. My sister died. Because of me, perhaps this will begin to atone for that. Perhaps
In the afterlife, she can forgive me. Now go. Go now. You have to... go! Incineration will begin in 1 minute. God damn it! Shit! We're out of time! We gotta go! Junpei, what are you doing? You have to get out of here now! Snake! Snake! Wait! Don't be an idiot, Junpei! No! No! I have to help Snake! 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 Get off of me! Let me go! Incineration will begin in 10 seconds. Seven. Six. Damn it, I don't get a choice, kid! Don't blame me for this, all right? Five. Four. Three. Two. One. Zero. Gates two and three are locked down. Beginning incineration. He's... Shit! Damn you all! Why? Why? Why me? I don't... deserve... this! SME! SME Zero! Why? Why? Zero! 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 Hey, wait! Junpei! Junpei, where are you going? You stay here. I'll go get Santa and June. You're gonna bring them here? How? Don't worry about that. Just stay here and wait, alright? I saw an elevator on the way here. If I can get it to work, then maybe... please work. Yes. June! Santa! Damn it. Where did they go? Jetzt aber mal im Ernst, wohin sind die jetzt auf einmal? Sollten die nicht warten? Connie! Was ist passiert? Connie! No. Was? Warum? It can't be. It's impossible. Oh, Connie, are you all right? Warum, Santa? Jumpy? Das verstehe ich jetzt null. Oh man, Connie, what the hell happened to you? You feel... Jumpy, I'm sorry. I might not make it. No, no way, no way I am going to let you die. I am going to save you, I promise. Thank you, Jumpy. Thank you so much for everything. I was really happy to see you again, Jumpy. Really happy. Don't give me that I was crap. You're gonna see me again lots more times.
You just gotta hang on, all right, Connie? Chopi, did you know you meant a lot to me when we were kids? I've liked you for a long time, Junpei. A really long time. Zero. You son of a bitch! Where are you hiding? What the hell are you talking about? No. No, it hasn't. I'm not gonna let it end yet. I'm gonna get out of here with Connie. You can't. That is impossible. Why? Because you chose the wrong path. The wrong path? That is correct. Your path is inevitable, however. Admit defeat. Where there is shadow, there is light. Where there is the absence of light, there is no shadow. So it goes. What are you talking about? That is not. The loser has been decided. I told you! I am not gonna lose! No, you misunderstand. You have lost. I have lost. What? Connie, wait here. I'll be right back, I promise. Damn it. Where are you? It doesn't matter. I need to get Connie out first. Connie! Oh god. No. No. Where is she? Connie. Connie! 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 Huh? Wait. This is... white smoke. Und so endet das jetzt einfach? Ja, das ist das zweite Mal, dass ich die Credits sehen. Bei Axe und Knives sind es wirklich Bad Endings. Beim Submarine Ending war scheinbar kein Bad Ending. Okay, interessant. Ja, es steht immer noch, also eine Frage steht immer noch offen, und zwar wer Zero ist. Und das wird uns wahrscheinlich im letzten Ende, dem True Ende, beantwortet werden. Das ist das, was wir als nächstes spielen werden. Das ist auch das Einzige, was noch übrig bleibt. Weil jetzt haben wir ja alle Dinge erfüllt, was wir machen müssen. Und zwar das Safe-Ende, was das hier quasi ist. Oder das Zero-Lost-Ende. Das heißt es, glaube ich, auch. Und was wir dafür auch noch machen müssen für das True-Ende ist das... was war's? Dieses Lesezeichen mitnehmen, was wir in Raum... Wir müssen auch Raum 4, 7 und 1. Und dort müssen wir bei jeder Dings irgendwie was machen, also was richtig beantworten. Das haben wir sogar schon gemacht gehabt, aber das zählt jetzt natürlich nicht mehr. Das müssen wir also nochmal machen. Aber das ist ja nichts Schwieriges, ne? Aber ich glaube, es gibt sogar noch zwei extra Räume noch fürs True Ende. Das heißt, man hat schon auch was Neues zu sehen, also keine Sorge. Ja, das Ende. Oder ist es das? Schon wieder. Ja. Nö, noch nicht. Die Chance auf Verlust, die Chance auf Verlieren ist nicht null, heißt die Trophäe. Suche einen Weg nach draußen. Oh Gott. Aha, okay.
Interessant. Ja, und das eine Ende, also das, was neben dem True Ende ist, ist quasi... Ja, genau. Also hier, wir müssen durch. Raum 4. Durch Raum 7 und durch Raum 1. Ich habe aber gerade keine Ahnung, warum hier das Raum 1 hier so abgesperrt ist. Weil eigentlich muss man hier innerhalb dieser Räume nichts machen. Also auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal wieder... Aber, nee, wisst ihr, was ich sogar mache? Ich werde mir diesen Punkt hier abholen. Dass wir quasi Tür 2 gewählt haben. 1, 2, 3, 4. Alright. Damit das auch einfach freigeschaltet ist. Ja, die verprügeln sich jetzt. Ja, Ace, du Drecksau. Ich habe nie gedacht, dass er das ist. Wirklich, ich habe schon oft gesagt, aber wirklich, das war für mich nicht offensichtlich. Ich weiß nicht, ob es für euch offensichtlich war. Hey, wait a minute there. You cheating? Cheating? I'm asking if you changed your number after. How? Let me see. Sure. I had three, and I just after if the. Well. All right, so we know that'd be me, the only. June and I. Clover. That's we can't. Why don't Santa and June go into door one with Ace? Huh? Well. Then what will you do, Clover? I'll be waiting at the stairs. Okay, wir haben es schon. Also gut, mir ist eigentlich relativ egal, was die da jetzt labern. Einfach nur von wegen, ja, müssen wir halt so machen und so. Ja, ja. Bla, bla, bla. Okay. Auf jeden Fall müssen wir uns erstmal hierhin begeben. Weil der ist nämlich alles gerade weiß angemalt, weil wir den Weg nicht gewählt haben. Jetzt sollte es eigentlich rot und durchgestrichen sein. Normalerweise. Nee, es ist offen. Also habe ich schon. Ja, das habe ich auch eigentlich auch schon gemacht, ne? Normalerweise, ja. Und hier scheinbar habe ich es noch nicht. Ja, okay, das macht aber gerade gar keinen Sinn. Egal, ich mache das mal schnell. Dafür mussten wir rüber. Ja, da halt die Klappe, komm, lass mich rüber. Achso, ich soll dir noch rumhelfen, okay. Moment. Dann speedrun ich das schnell natürlich wieder. Hier, Wasser. Der hat wieder schmutzige Gedanken. Wir sollen uns ihm mal verübeln. Eine Schlüssel. Brauchen wir noch die Matches. Oh ja, how's your fever? Sorry, ich muss wieder den Dialog einfach skippen, weil das hatten wir ja schon. Das interessiert ja jetzt wenig. Aber brauchen wir hier nicht sonst noch was? Doch die Map. Dann hat sie wieder gelabert, ne? Oh ja. Mit der Titanic, ja, das war der Fluch, ne? Natürlich glaube ich an Flüche. Ja, es geht, also man muss halt die Dialoge trotzdem noch laufen lassen, man kann sie aber zum Glück skippen. Also zumindest kann man das skippen, was man schon gehört hat. Das ist sehr gut, dass da unterschieden wird. Das ist ja sonst doof. Okay, jetzt. Können wir hier rüber. Nee. Ja gut, wir müssen den Raum ja nicht abschließen. Ich bin ja überlegen. Aber das mit dem Bookmark... Das mit dem Bookmark haben wir eigentlich noch nicht gemacht, ne? Thank you.
Achso. Hey, Junpei, you got... Hm? Genau, du musst es nehmen. Ja, komm, Leute. Scheinbar haben wir das eh hier schon gemacht, ne? Dann, okay, dann scheiß drauf. Auf jeden Fall muss man hier in dem Kühlraum auch noch sagen, it did strike him as rather odd. Ja, okay. Das heißt, wir müssen einfach nur hier hin wieder. Die Frage ist nur, was habe ich hier verpasst? Normalerweise gar nichts. Weil ich weiß, für was die zwei Dinger stehen, aber ich weiß gerade gar nicht, für was diese Dinger hier stehen. Muss man da einfach auch wieder rein und einfach warten, bis ein Dialog kommt? Wahrscheinlich, ja. Operating Room, jetzt müssen wir hier wieder rein. Ja, aber hier war das doch eigentlich... Fragen, was mit der Ollen war, ne? Oder nicht? Das haben wir doch schon gemacht. Wir müssen nur wieder rausfinden, wie das normal alles funktioniert. Das juckt uns ja jetzt nicht. Wir brauchen ja nicht alles, wie schon gesagt, wir müssen eigentlich nur diesen Dialog abwarten. Hm. Fake Organ. Nein. Genau, jetzt haben wir schon eine Organ Key, das heißt, Moment. Oh, hier muss man nochmal den Code rausfinden, Moment. Ja, haltet doch mal die Fresse, wirklich. Alter Schwede. Scheiß Code. You think we should go back? Yeah, I think that's probably... Und hier müssen wir ihn nach Ice Nine fragen. Das war's ja normalerweise. Und dann musste man noch Clover das Dings geben. Den Bookmark. Und das habe ich an sich alle schon gemacht, aber es wurde halt nicht registriert. Aber das waren an sich die zwei Sachen, wo ich wusste. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich in den anderen zwei Räumen noch machen muss. Da müssen wir dann wirklich nachgucken. Das ist aber ein scheiß langer Dialog. Oh, jetzt ist es registriert, dass ich es gemacht habe. Okay. Ja, und jetzt können wir hier hin, oder wie?
Ja, ich schätze ja. Charge Room. Ja. Charge Room und der andere Raum, der danach kam. Da müssen wir doch weiter. Ja gut, Leute, ich mach dann den Charge Room einfach weiter, dann sehen wir uns wieder, wenn ein Dialog kommt, den ich nicht skippen kann. Das heißt, ein Dialog, der dann wichtig ist für das True Ending. Ja, gibt's wie schon gesagt noch zwei Räume. Ich denke einfach, es wird das gleiche sein, einfach, dass wir Dialoge haben werden, wie hier. Aber keine Ahnung, warum hier zwei Schüsse angezeigt werden. Egal. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.